Willkommen zur Videolösung der Aufgabe 2, Serie 1. Mein Name ist Thomas Michelmeier und bevor wir die Lösung der Aufgabe konkret angehen, möchte ich gerne das zu dem PV-Diagramm sagen, das heißt Druck gegenüber dem Volumen eines Gases und wozu dieses Diagramm für uns nützlich ist. Ein Zustand eines Gases kann im PV-Diagramm durch einen Punkt angegeben werden. Das heißt, der Zustand des Gases ist definiert durch den Druck, das Volumen und die Temperatur T. Das heißt, wenn ich hier einen Punkt im PV-Diagramm einzeichne, dann hat dieser Punkt oder dieser Zustand gehört zu einem gewissen Druck, den wir hier auf der Druckachse finden. Ich sage dem jetzt Px und zu einem gewissen Volumen zugehörig Vx. Das heißt, der Druck oder der Punkt hier kann angegeben werden durch Px und Vx im PV-Diagramm. Nun, das ideale Gasgesetz sagt, dass die Größen Druck, Volumen und Temperatur nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern es ist eine Gleichung, die diese Größen verbindet. Das heißt, falls zwei Größen gegeben sind, zum Beispiel der Druck und das Volumen, dann ist die Temperatur eindeutig bestimmt bei einer festen Gasmenge. Das heißt, wir können schreiben, die Temperatur T bei einer festen Gasmenge ist definiert, wenn wir den Druck P kennen und das Volumen V geteilt durch N mal R. Das heißt, jetzt können wir Zustände im PV-Diagramm angeben und wenn wir Zustände angeben können, dann können wir natürlich auch Zustandsveränderungen angeben, das heißt durch eine Kurve, das heißt durch eine Abfolge von benachbarten Punkten im PV-Diagramm. Und dazu muss man sagen, jede beliebige Kurve ist natürlich möglich, solange aber das Gas nicht kondensiert. Das heißt, wir können durch Angabe P von V, das ist die Kurve im PV-Diagramm, ist gleich N R T durch das Volumen V. Jetzt gibt es in unserer Vorlesung ganz bestimmte Zustandsänderungen, die wir besprechen werden. Diese Zustandsänderungen, die haben Namen. Wir sprechen zum Beispiel von Isothermen, Adiabaten oder Isochoren oder Isobaren. Und als Beispiel möchte ich hier die Isotherme angeben. Was ist eine isotherme Zustandsänderung? Der Name sagt es. Es ist eine Zustandsänderung, wo die Temperatur konstant ist. Das heißt, zu unserem Zustand, den wir hier im PV-Diagramm eingezeichnet haben, gehört die bestimmte Temperatur Tx, welche wir ausrechnen können. Und wir können schreiben, dass der Druck P von V, also das heißt die Kurve, die zu dieser Temperatur Tx gehört, gegeben ist durch nRTx geteilt durch V. Und wenn Tx konstant ist, dann sehen wir, dass dies proportional ist zu 1 durch V. Das heißt, eine Hyperbel darstellt im PV-Diagramm. Ich versuche diese Hyperbel hier mal einzuzeichnen. Die sieht ungefähr so aus. Und jeder Punkt auf dieser Hyperbel hat nun gemeinsam, dass er zur selben Temperatur Tx gehört. Ich kann also die Hyperbel anschreiben mit der Temperatur Tx. Und eine solche Zustandsänderung definieren wir normalerweise von einem Anfangszustand. Zum Beispiel hier oben schreibe ich hier Zustand 1 zu einem Endzustand, zu
Beispiel unten Zustand 2. In der Teilaufgabe A unseres Problems ist gesucht die Temperatur T2, T3 und T4 bei den Zuständen 2, 3 und 4. Und wir sollen versuchen, das zu lösen unter den Angaben der Temperatur T1. Wir haben aber auch alle Drücke hier oben im PV-Diagramm angegeben und alle Voluminas. Zusätzlich haben wir aber noch weitere Angaben im Diagramm, und zwar sehen wir, dass die Zustandsänderung von 1 nach 2 und die Zustandsänderung von 3 nach 4 bei konstanten Voluminas ablaufen, das heißt 1 nach 2 und 3 nach 4 ist das Volumen konstant. Und wir sprechen hier von einer isochoren. Das heißt, wir haben eine isochore Zustandsänderung. Und weiter sehen wir, dass die Zustandsänderung von 2 nach 3 und von 4 zurück zum Ausgangspunkt 1 diese Zustandsänderung bei konstanten Drücken ablaufen. Und hier sprechen wir von isobaren Zustandsänderungen. Gut, wir kennen das aus dem idealen Gasgesetz, wissen wir, dass diese Zustandsgrößen, also Druck, Volumina und Temperatur, eindeutig miteinander verknüpft sind. Und wir können das ideale Gasgesetz auf diesen Quotienten hier zum Beispiel mal auflösen, also Quotient von Druck mal Volumen geteilt durch Temperatur, und sehen, dass dies einer Konstanten entspricht, falls wir eine feste Gasmenge haben, die sich nicht ändert. Dies bedeutet aber auch, dass wir diesen Quotienten hier in irgendeinem Punkt bilden können im PV-Diagramm, das heißt also auch auf unseren Kurven, die unser Gas durchläuft. Und dieser Quotient ist gleich dem Quotient beim Anfangszustand. Und um die Temperatur T2 zu finden, gehen wir nun also vom Zustand 1 zum Zustand 2 und schreiben diesen Quotienten beim Zustand 2, also P2 mal V2 geteilt durch T2. Und das ist gleich P1 mal V1 geteilt durch T1. Wenn wir diese Gleichung auflösen nach T2, finden wir, dass T2 ist gleich T1 mal Quotient von P2 durch P1 mal den Quotient von V2 durch V1 ist. Wir haben gesagt, die Zustandsänderung von 1 nach 2 läuft bei konstantem Volumen ab. Das heißt, wir können diesen Quotienten hier gleich einsetzen, weil V2 gleich V1 ist, und können das somit ausrechnen. Die Temperatur T1 ist laut Aufgabenstellung 200 Kelvin mal den Quotient der Drücke. P2 ist 3 bar, P1 ist 1 bar, gibt also Resultat 600 Kelvin. Ähnlich vorgehen können wir, um die Temperatur im Zustand 3 zu finden. Wir gehen nun also vom Zustand 2 zum Zustand 3 und schreiben wieder diese Quotiente nun mit einem erhöhten Indiz. Das heißt, ich schreibe hier P3 mal V3 geteilt durch T3 ist gleich demselben Quotient beim Zustand 2, also P2 mal V2 geteilt durch T2. Diese Gleichung kann ich wieder nach
der gesuchten Temperatur T3 auflösen und finde, T3 ist gleich T2 mal P3 durch P2 mal V3 teilt durch V2. Und diese Zustandsänderung von 2 nach 3 ist isobar, das heißt, der Druck P3 ist gleich dem Druck P2, das heißt, ich kann diesen Quotienten hier streichen, der ist gleich 1 und wir können dies wieder ausrechnen. T2 ist, haben wir gefunden, 600 Kelvin mal der Quotient der Volumina, das sind 6 Liter geteilt durch 2 Liter, das gibt 1800 Kelvin. Nun fehlt uns noch die Temperatur T4, da gehen wir wieder gleich vor, sehr analog zum ersten Teilschritt. Also wir gehen jetzt vom Zustand 3 zum Zustand 4, schreiben wieder diesen Quotienten P4 mal V4 durch T4 ist gleich P3 mal V3 geteilt durch T3. Diese Gleichung lösen wir wieder auf nach der gesuchten. T4 ist gleich T3 mal P4 geteilt durch P3 mal V4 geteilt durch V3. Und jetzt wieder mit demselben Argument, diese Zustandsänderung ist isochor, das heißt V4 ist gleich V3, das heißt auch diese Quotient hier ist gleich 1 und aus Platzgründen schreibe ich jetzt hier direkt das Resultat, also P4 geteilt durch P3 ist ein Drittel, das heißt wir haben ein Drittel von T3, das heißt wir haben hier 600 Kelvin. In der Teilaufgabe B ist nach den Arbeitsbilanzen gefragt, die das Gas in den verschiedenen Teilprozessen hat. Und aus der Vorlesung kennen wir, dass die Arbeit, die das Gas an der Umgebung verrichtet, geschrieben werden kann als minus das Integral vom Druck nach dem Volumen von Zustand 1 zum Zustand 2. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann Gas Arbeit an der Umgebung verrichten? Wir stellen uns das folgendermaßen vor, das Gas ist in Kontakt mit der Umgebung über eine gewisse Fläche A und über den Druck und diese Fläche wirkt das Gas mit einer Kraft auf die Umgebung und schiebt die Umgebung quasi vor sich hin. Dann ist Kraft mal diese Wegverschiebung ist gleich der Arbeit, die das Gas verrichtet. Das ist also gleich eine mechanische Arbeit. Um das zu veranschaulichen, machen wir hier folgendes Experiment. Wir haben einen gasgefüllten Zylinder, welcher durch einen beweglichen Kolben verschlossen ist. Und das Gas wirkt jetzt natürlich über den Druck auf die Querschnittsfläche. Die Querschnittsfläche des Kolbens hier sei A. Eine Kraft auf die Umgebung aus. Die Umgebung ist das, was außerhalb dieses Zylinders ist. Nun drücken wir mit der entgegengesetzten Kraft auf diesen Kolben und drücken das Gas zusammen. Um eine kleine Strecke ds wollen wir das Gas zusammenschieben. Wir wissen, wie wir die mechanische Arbeit schreiben. Das ist gleich Kraft mal Wegunterschied. Das sind Vektoren und wenn wir das anschauen, dass die Kraft ist antiparallel zur Verschiebung. Das heißt, wenn wir dieses Skalarprodukt hier auflösen, dann kriegen wir minus F mal ds. Die Kraft können wir ausdrücken als Druck mal Querschnittsfläche des Gases. Ebenfalls können wir dieses Wegelement hier diese Verschiebung ausdrücken als die Verschiebung oder die Veränderung des Volumens g
geteilt durch die Querschnittsfläche a. Und wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir noch minus p mal dv für die infinitesimale Arbeitsänderung. Und das können wir integrieren vom Zustand 1 zum Zustand 2 und kriegen unsere gewünschte Gleichung. Rechnen wir als nächstes die Arbeitsbilanz vom Zustand 1 zum Zustand 2 aus. Schreiben wir das nochmals hin. Das heißt, W12 ist gleich minus P, welches normalerweise vom Volumen abhängen kann, mal dV, also integriert nach dem Volumen vom Zustand 1 zum Zustand 2. Und hier sehen wir, weil die Zustandsänderung von 1 nach 2 isochor ist, also keine Volumenänderung stattfindet, dass dieses infinitesimal kleine Volumenelement also tatsächlich gleich 0 ist. Und wir kriegen hier also für die isochore keine Änderung der Arbeit. Das Volumen hat sich nicht verändert, deswegen wird auch keine Arbeit an der Umgebung verrichtet. Rechnen wir als nächstes die Arbeitsbilanz aus von Zustand 2 nach Zustand 3. Schreiben wir das nochmal auf. W23 ist gleich minus P von V dV integriert von Zustand 2 nach Zustand 3. Und wir haben gesehen, dass das eine isobare Zustandsänderung ist. Das heißt, der Druck konstant bleibt, also nicht vom Volumen abhängt. Deswegen kann ich den Druck hier vor das Integralzeichen ziehen und ich kann dem Druck auch gleich einen Namen geben. Ich sage dem P2, ich könnte auch P3 nennen, ist dasselbe. Integral bleibt von 2 nach 3 dV. Und das ist nichts anderes, das Ausrechnen als minus P2 dem Volumenunterschied, also V3 minus V2. Setzen wir das ein und ich setze hier gleich SI-Einheiten ein. Wenn man SI-Einheiten einsetzt, kommen auch SI-Einheiten raus. Das heißt, ein Bar ist 10 hoch 5 Pascal, also 3 Bar sind gleich 3 mal 10 hoch 5 Pascal, mal den Unterschied der Volumina, 6 Liter, das ist 6 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter, minus 2 mal 2 Liter, 2 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter. Und wenn man das ausrechnet, dann gibt es minus 1,2 Kilojoule. Joule ist die SI-Einheit der Energie, also auch der Arbeit. Gut, der nächste Teilschritt wäre von 3 nach 4. Da argumentieren wir mit demselben Argument wie beim Teilschritt von 1 nach 2. Das heißt, 3 nach 4 ist eine isochore Zustandsänderung, keine Volumenveränderung. Deswegen auch hier die Arbeitsbilanz gleich 0. Dann bleibt uns noch die Arbeitsbilanz von Teilschritt 4 nach 1. W41 ist gleich integriert von 4 nach 1 P von V dV. Auch hier haben wir konstanten Druck, das heißt, ich kann den Druck vor das Integral ziehen und das Integral ist dann noch die Differenz der Volumina von den Zuständen, das ist V1 minus V4. Hier muss ich aufpassen, dass ich wieder Endzustand minus Anfangszustand rechne. Also V1 minus V4. Das
gibt minus 1 mal 10 hoch 5 Pascal mal die Volumendifferenz hier 2 mal 2 Liter, 2 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter minus 6 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter. Volumendifferenz ist minus 4 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter. Minus mal minus hebt sich dann auf, gibt plus 0,4 Kilojoule. In der Teilaufgabe C ist die Arbeitsbilanz des Gases bei einem vollen Umlauf gefragt. Und das ist natürlich nichts weiteres als die Arbeitsbilanz oder die Summe der Arbeitsbilanzen der einzelnen Teilprozesse, also W1,2 plus W2,3 plus W3,4 plus W4,1. Und das ist gleich, weil W1,2 und W3,4 jeweils 0 sind, ist gleich minus 1,2 Kilojoule plus 0,4 Kilojoule ist gleich minus 0,8 Kilojoule. Also wir sehen, das Resultat ist negativ. Das bedeutet, dass das Arbeitsgas bei einem vollen Umlauf mehr Arbeit an die Umgebung abgegeben hat, als es aufgenommen hat. Wie können wir das verstehen? Schauen wir uns mal die Flächen an hier im PV-Diagramm. Die Flächen entsprechen ja nichts anderes als wirklich unsere Arbeit. Das heißt, das Integral von einem Zustand I zu einem Zustand J von Druck nach dV. Das Integral ist ja nichts anderes als die Fläche im PV-Diagramm. Und schauen wir uns zum Beispiel mal diese Fläche an hier bis zur oberen Linie. Diese Fläche haben wir ausgerechnet. Ich symbolisiere das hier mit diesen schrägen Strichen. Diese Fläche ist gleich minus W2,3. Das hier ist der Zustand 2. Das hier ist der Zustand 3. Des Weiteren schauen wir uns diese Fläche hier unten an. Also diese Fläche hier ist nichts anderes als minus W1,4. Wir müssen die Fläche berechnen, wie wir auch sonst eine Fläche berechnen würden durch Integration von dem einen Zustand, der näher bei 0 liegt, zum nächsten Zustand. Und wenn wir hier die Grenzen umdrehen, dann ist das gleich plus W4,1. Und W4,1 ist die Arbeitsbilanz vom Zustand 4 zum Zustand 1, welche wir in der Teilaufgabe B berechnet haben. Die Flächendifferenz von diesen beiden Flächen, zeichne das hier blau, ist also nichts anderes als diese Fläche minus W2,3 minus diese Fläche, die untere Fläche, und das ist also gleich minus W2,3 minus W4,1. Und das ist gleich minus der Arbeitsbilanz beim vollen Umlauf um unseren Kreisprozess. Das heißt, wir können die Fläche hier interpretieren als Arbeit, das Gas bei einem vollen Umlauf um den Kreisprozess abgibt. Das heißt, die Fläche ist gleich dieser Arbeitsbilanz.
Das können wir benutzen, um unser Resultat zu kontrollieren. Jetzt in dem Fall ist das sehr einfach. Wir können nämlich die Fläche auch geometrisch berechnen. Wir haben hier einen Druckunterschied von 2 bar und einen Volumenunterschied von 4 Liter. Das heißt, die Fläche ist nichts anderes als das Produkt der Seitenlängen von diesem Rechteck. Das heißt, so gelten W minus W beim vollen Umlauf ist gleich diese 2 bar. Das sind 2 mal 10 hoch minus 10 hoch 5 Pascal mal dieser Volumenunterschied 4 Liter. Das ist 4 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter. Und wenn man das ausrechnet, kommen wir auf 0,8 Kilojoule. Daraus folgt, W, das Minus noch auf die andere Seite nehme, W beim, also die Arbeitsbilanz beim vollen Umgang um den Kreisprozess ist minus 0,8 Kilojoule. Das heißt, unser Resultat haben wir richtig berechnet.